Hallo, ich bin Jana, die Theaterpädagogin aus dem Atze Musiktheater und ich erzähle euch heute eine Mitmachgeschichte zu Ferdi und die Feuerwehr. Ein Junge namens Ferdinand. Er liebte es, mit seinem Feuerwehrauto zu spielen. Und sowieso war die Feuerwehr das Größte für ihn. Eines Tages kommt Ferdis Opa zu Besuch. Und er passt auf Ferdi auf. Ferdi liebt es, mit seinem Opa zu spielen. Der hat immer so lustige und spannende Ideen. An diesem Tag ist Ferdi aber ein wenig traurig. Mein Feuerwehrauto ist weg. Ja, und das? Nein, das andere. Das du ihm geschenkt hast. Wir haben alles abgesucht, das ist weg. Der Opa fängt plötzlich an, durchs Wohnzimmer zu laufen und zu riechen. Ferdi, riechst du das? Es riecht nach Qualm. Vielleicht brennt es sogar, Ferdi. Riechst du das? Los! Los, du musst losgehen und ins Wohnzimmer gehen und herausfinden, ob es dort ist. Hier, nimm das Funkgerät. Ferdi ist ganz verdutzt. Was denn für ein Funkgerät? Da nimmt Opa schnell die Fernbedienung und die Blumenvase und tut so, als ob er zwei Funkgeräte daraus macht. Eins gibt er Ferdi und das andere behält er selbst. Er erklärt, hier ist der Anknopf. Hier musst du drücken, wenn du sprechen willst. Und hier, wenn du mich hören willst. Dann rennt Opa los in den Flur und guckt, ob dort der Geruch herkommt. Opa sagt durchs Funkgerät, Kollege, bitte kommen. Ferdi antwortet sofort. Hier, Ferdi, Feuerwehrmann, was gibt es? Opa antwortet, hast du den Brand finden können? Im Wohnzimmer ist nichts. Ich gehe jetzt in die Küche, sagt Ferdi. Opa sagt, verstanden, ich bin im Schlafzimmer. Hier ist alles in Ordnung. Ich melde mich wieder. Ende. Ferdi antwortet, verstanden, Ende. Beide suchen weiter und weiter. Aber plötzlich ruft der Opa durch das Funkgerät. Ferdi, es brennt lichterloh, hier in der Badewanne. Komm schnell, du musst mir helfen, das Feuer zu löschen. Ferdi antwortet, in Ordnung, ich bin sofort da. Ferdi und der Opa brauchen jetzt unbedingt jede Unterstützung, die sie kriegen können. Also auch euch. Aber ein Feuer kann man nicht einfach so löschen. Da braucht man richtige Schutzkleidung und das richtige Material, wie ein Feuerwehrschlauch oder ähnliches. Also, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit. Lauft durch eure Wohnung und guckt, was ihr finden könnt, was ihr zu diesem Feuerwehreinsatz brauchen könnt. Was könnte ein Schlauch sein? Was könnte euer Helm sein? Wie könnte euer Schutzanzug aussehen? Vielleicht findet ihr ja in der Küche einen passenden Helm, der vielleicht aus einem Topf ist. Also, bereitet euch vor. Du siehst aus wie ein richtiger Feuerwehrmann. Ich bin jetzt Feuerwehrmann. Ich bin groß und sehr mutig. Theater haben das auch gemacht. Meine Kolleginnen und Kollegen haben sich die perfekte Schutzkleidung gesucht und sie angezogen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder, was die so gemacht haben. Das ist Michelle. Michelle und ihre Tochter. Sie arbeitet im künstlerischen Betriebsbüro. Das ist Denise, unsere Theaterpädagogin. Hier seht ihr Tom. Er arbeitet in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist Jelka, ebenfalls aus der Theaterpädagogik. Das ist Jonas. Er arbeitet in der Technik. Und das ist Hanna. Sie arbeitet im Besucherservice.
Seid ihr fertig? Habt ihr alles gefunden, was ihr braucht? Perfekt. Dann geht es jetzt los. Wir können gemeinsam das Feuer mit Ferdi und seinem Opa löschen. Und am besten geht das mit einem Lied. Ich habe ein Lied mitgebracht und ihr werdet gleich, ich habe ein Video mitgebracht, wo Kinder das Lied euch vorsingen und ihr das schon mal hören könnt. Und dann üben wir es nochmal gemeinsam. Viel Spaß! Und jetzt singen wir das Lied alle gemeinsam. Ich habe dafür Unterstützung von Ingo. Er begleitet mich auf der Querflöte. Jetzt wird Ingo nur die Melodie spielen und ihr könnt dazu singen. Ihr habt super mitgesungen. Jetzt gucken wir mal, was Ferdi und Opa gerade machen. Ferdi löscht wie ein Feuerwehrmeister. Und das Wasser spritzt Ferdi ins Gesicht. Doch das macht ihm nichts. Denn das Feuer muss sofort gelöscht werden. Ferdi hält den Schlauch ganz feste. Und Opa unterstützt ihn aufs Beste. Langsam geht das Feuer aus. Opa sagt zu Ferdi: Gratuliere, Kollege, das war ganze Arbeit. Hier brennt jetzt nichts mehr. Du kannst den Schlauch ausmachen. Ferdi dreht den Wasserhahn zu. Geschafft! Schickt uns ein Foto von dem Kostüm, was ihr gerade anhabt. Beim nächsten Mal zeigen wir euch gegenseitig eure Kostüme als Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann. Und beim nächsten Mal werden wir zu Emil und die Detektive arbeiten. Und vergesst nicht unseren Malwettbewerb. Was vermisst ihr am meisten am Atze Musiktheater? Schickt uns eure Bilder an j.fan.beek@atzeberlin.de. Hier sind die ersten Bilder, die schon eingereicht wurden. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal beim Atze Musiktheater YouTube-Channel.